Muy bien, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spellforce mit mir, der Maxima. So, wir sind das letzte Mal hier angekommen. Da hatten wir ja so was Schönes hier stehen. Ja, hammer geil. So, und da werden wir uns direkt einmal drum kümmern. Und los. Stufe 8. Na, na. Ja, bin jetzt einfach mal gespannt. Ach, und der kommt auch direkt auf uns zu. Ah, der hat Feuer. Ach. Auch nicht schlecht. So, dann klappt euch drum. Ja, kämpft Los. Männer. Los. Riesenflieger, Macht das platt. Nein, 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 nein. Bleibt standhaft. Verdammt. Das mag ich hier überhaupt nicht. Sie schlagen zu. Na komm, da können wir ein bisschen Mana verbrutzeln. Verstärkt die Verteidigung! Verstärkt die Verteidigung! Huch! Ach ja, Frost. Stein des ewigen Feuers. Hier. Ach ja. Und los! So. Und dann werden wir uns direkt um die hier kümmern. Und die Heiler sind natürlich fast tot. Ja. Ist natürlich nicht anders zu erwarten. Irgendwie. So. Ja. Dann werden wir uns theoretisch noch um die drei Gruppen der Elfen hier kümmern. Wie war das ja? Die letzten Schützen? Ja, genau. Buntiktor, da müssten wir nach Graufurt. Ja, und ansonsten... Ansonsten... haben wir eigentlich nichts. Ja. Vorwärts. Schauen wir einfach mal. Gehst mal voran. Einsatzbereit. Ah, das können wir hier hin machen. Bereit für den Kampf. Und noch irgendwo. Einsatzbereit. So. Jawohl, alles klar. Flammenwerfer. Auch nie. Auch nie. Ich bin so unglaublich begeistert. Das ist ein Hinterhalt. Mein Kontakt. Auf meinen Befehl. So. Sofort. Schnell. Was haben wir hier? Beine haben wir. Okay. Bleibt standhaft. Hier unten in der Ecke sind auch noch so ein paar Viecherchen. Verstärkt die Verteidigung. Kümmern wir uns doch direkt darum. Jawohl. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Jawohl. Alles klar. Flammenwerfer, 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 nein! Oh. Erwarte Befehle. Ach, ihr dummen... Gebt das Zeichen.
Komm schon, du bist doch mehr oder weniger stabil. Mach das Ding kaputt. Ein Schild und noch mehr Beine. Mir nach. Und hier oben geht's direkt weiter. Du kannst hier mal eine Runde heilen. Haben wir noch irgendwas was schwer Verletztes an sich? Erwarte Befehle. Sieht nicht so aus. Auf meinen Befehl. Kann man mitleben. Wobei, dann könnten wir noch mal. Auf meinen Befehl. Schnell. Jawohl. Ja, genau, greif doch mal an. Kommando. Ganz genau. Vorsicht, aha. Sie sind hier. Und los. Ein Kontakt. Was haben wir noch so alles? Ach ja, seltsame Grenzen, die sind jetzt nicht so viele. Und los. Und ein Schild. Die haben noch irgendwo was in der Ecke rumliegen? Nee. Bleib standhaft! Hier. Dann greifen wir schon mal das Gebäude an. Sie sind hier! Erwarte Befehl verstanden. Bereit für den Kampf. Kein Kontakt! Gebiet sichern! Was haben wir hier? Aura der Gewandtheit. Erhöht die Beweglichkeit von verbündeten Einheiten, wodurch sie seltener getroffen werden. Und noch eine Robe, oder wie man sie auch nennen kann. Ach, haben wir schon. Haben wir schon. Okay. Ich beschwere mich nicht. Ach. Ganz verpeilt. Gehen wir mal ein bisschen auf Ausdauer. Ein paar Lebenspunkte mal zu machen. Ja, folgt mir. Und wir haben ja... Ach, wann war das denn? Auf jeden Fall schon mal gesehen, dass da unten ja... Und es wurde ja auch gesagt, dass da unten Tiermenschen und ja auch Oger sein sollen. Hier irgendwo. Deswegen machen wir das hier. Und die hier kümmern sich um die Gruppen hier. Währenddessen. Dann haben wir auf der Karte auf jeden Fall alles schon mal... Huch, vergessen. Dann können wir die Karte an sich so abschließen. Weil dann haben wir eigentlich alles erledigt. Ja, Wundtinktur, da müssten wir nach Graufurt. Das könnten wir machen. Ja, wie gesagt, wir kümmern uns ja jetzt um die Schützen. Geister können wir nicht machen, weil das Level 10 war, was da hervorkam. Zwergenschnaps. Keine Ahnung, wo wir den herkriegen sollen. Und einen magischen Federkiel. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, und Madame kümmert sich hier um die hier. Bleibt stehen. Keinen Schritt weiter. Ich bin keiner von Brannigans Leuten. Nun, wer auch immer ihr seid, ihr hättet euch keinen unpassenderen Zeitpunkt aussuchen können, hier aufzutauchen. Kehrt heim. Der Weg zurück in euer Dorf ist frei. Haben die Schwestern aus der Heimstadt euch geschickt? Ja. Sidahan hat mir von euch berichtet. Nun gut, ich vertraue euch, Fremdling. Kommt, Schwestern, kehren wir heim. Wo hatten wir... Wir hatten das hier noch irgendwo. Ja, ganz genau, hier.
Ja. Können wir auch denen das direkt sagen? Ja, an sich geleiten brauchen wir die nicht, weil... Wo sind hier denn bitte noch Gegner? Ja, mal abgesehen von hier unten. Aber... Das zählt an sich nicht. Gib das Befehl verstanden. Das zählt an sich nicht. So. Wollte schon sagen, dachte, die folgen mir. Nee, 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 so geht er nicht. Schon. Da sind sie, ja. Wartet, Schwestern. Kein Ork spürt uns nach. Ein Mensch ist es. Und nicht euer Feind. Dann kehrt besser um. Dieser Wald ist voll von jenen, die es sind. Brannigans Horden sind geschlagen. Ihr könnt heimkehren. Bei Elen, ist das wahr? Sprecht ihr die Wahrheit? Gesegnet seid ihr, Runenkrieger. Kommt, Schwestern, wir können zurück nach Hause. Ja, ganz genau. Und hier gibt es noch welche. So. Ach Leute. Ich soll eine geschlossene Truppe bilden. Für den Kampf. Gebt das Zeichen. Gebt das Zeichen. Ja, ganz genau. Was zum... Alles klar. Ich wollte schon sagen, was war das denn? Willst du denn hin? Sehr komisch. Ihr seid keiner von Brannigans Leuten? Nein, ich bin hier, um sie zu bekämpfen. Dann möge euch mehr Erfolg beschieden sein als uns. Der Weg ist frei. Ihr könnt heimkehren. Der Weg ist frei. Frei? Seid ihr euch sicher? Wir sind zu erschöpft, um noch eine Schlacht schlagen zu können. Euch wird nichts geschehen. Geht. Gut, ich vertraue euch. Kommt, Schwestern. Ich mal sagen, gehen wir hier... Nein, nicht mit... So, mit dem hier sprechen. Jawohl, alles klar. So. Das war natürlich sehr unterhaltsam, hier sich durchzudrängeln. Ach ja. Den Göttern sei Dank. Endlich kommt jemand zu unserer Rettung. Was ist geschehen? Tiermenschen haben uns überfallen. Wir sind Freihändler. Wir waren auf dem Weg nach Lianon. Plötzlich kamen diese Bestien über uns. Sie haben alle verschleppt. Wisst ihr, wohin man eure Begleiter gebracht hat? Jenseits des Steintores. Südlich von hier gibt es einen alten Steinbruch. Dort haben sie meine Gefährten eingeschlossen. Bitte, ihr müsst sie befreien. Die Bestien haben das Tor verschlossen. Es muss eine Möglichkeit geben, es zu öffnen. Vielleicht kennen die Elfen einen Weg. Dies ist schließlich ihr Land. Wer hält sie dort gefangen? Die Tiermenschen haben uns an eine Bande Oger übergeben und sich dann über unsere Ladung hergemacht. Die Oger warfen uns in den alten Steinbruch. Nur mir ist es bislang gelungen zu fliehen. Bitte öffnet das Tor und sucht den Steinbruch im Süden. Erschlagt die Oger und befreit meine Gefährten. Ihr seid unsere letzte Hoffnung.
Ja, das werden wir dann auf jeden Fall direkt mal machen. Weil den Schlüssel haben wir ja von der Lucinda. Ich meine, ja, von ihr haben wir den ja bekommen. Bereit für den Kampf. Augen offen halten. Die sind nicht wirklich Ogre. Hier. Für den Orden. So. Vorsicht, Gegner! Vorsicht, sie sind hier! Auf meinen Befehl. Alter, der geht ja überhaupt nicht kaputt. Gestoßen. Was zum Teufel? Vorsicht, sie sind hier! Kämpft, Männer! Kein Kontakt! Für den Orden! Oh. Auf mein Kommando. Vorwärts. Jetzt ist er draufgegangen. Mach, egal. Auf mein Zeichen. Was schon, was haben wir hier? Feuer. Auf mein Zeichen. Schnell. An sich keine schlechte Idee, aber sofort. Können wir nicht verwenden. Clark und Klo. Oh, das sind Namen. Feindkontakt. Ah, sind auch noch so viele. Komm. Sind auf Feinde geschossen. Bereit. Wir kriegen die hin. Bin ich mir ganz sicher. Hui. Bleib standhaft. Bereit. Mir nach. Für den Orden. Und hier sind doch die Türmännchen. So, wir sind Level 6. Ah, was machen wir? Wir können theoretisch auf Leben 3 gehen. Das ginge. Oder... Ach, machen wir das doch einfach. 7. Das funktioniert schon. Dann... Was machen wir denn da am besten? Mehr Mana. Würde ich sagen. Wobei... Wird die Geschwindigkeit mit der Mana regeneriert? Ich würde... Ach, schwierig immer sowas, wenn man so viel zur Auswahl hat. Also man könnte ja theoretisch ein bisschen auf Stärke gehen. Oder auf Intelligenz, dass dann das Mana schneller da ist. Oder Weisheit, dass da überhaupt grundsätzlich ein bisschen mehr Mana ist. Ich würde sagen, wir gehen mal auf ein bisschen mehr Mana. Weil, wenn wir das hier haben... Oh. Großer Unterschied. Dann können wir auch die zwei hier verwenden. Und da können wir die auch erstmal ausrüsten. Ui, was haben wir denn hier? Können wir denn direkt... 3, 7, 5, 6, dann nehmen wir das hier. Wenn schon zweihändig. Nehmen wir das 28er und... Ui, nehmen wir das hier. Haben wir hier irgendwie... Ja, einen Helm haben wir und einen Ring. So, perfekt. Schütze, nehmen wir einen Bogen. Und dann am besten... Schwierig, dann nehme ich lieber den Dolch. 14. Nehmen wir das. Oder wie sieht das aus hier? Ah, 15. Ein bisschen Rüstung schadet nicht. Ja. Gebt das Zeichen. Auf mein Zeichen. So. Grüße. Wie es scheint, verdanken wir euch unsere Rettung. In unserer aller Namen möchte ich euch von tiefstem Herzen danken. Viel länger hätte ich es in diesem stinkenden Loch auch nicht mehr ausgehalten. Man nennt mich Shadira. Ich und meine Gefährten hier sind Freihändler. Wir reisen durch alle Herrenländer, kaufen und verkaufen, wo sich die Gelegenheit bietet. Wir waren mit einer Lieferung nach Lianon unterwegs. Doch ehe wir uns versahen, waren wir ausgeraubt und eingekerkert. Die Manieren in dieser Gegend lassen doch sehr zu wünschen übrig. Was für eine Art Lieferung hattet ihr bei euch?
2 Wagen voller Feuerstahl von den Haliten. Dazu noch feine Roben und Schmuck aus der Hohen Mark. Hätte uns einen stattlichen Batzen Gold gebracht. Es ist ein Jammer. Die Oger und Bestien scheinen sichtlich Gefallen an euren Waren gefunden zu haben. Wie es scheint, ist eure Ladung mittlerweile über das halbe Land verstreut. Ja, sie schleppen die Güter als Trophäen mit sich herum. Ich möchte gar nicht wissen, was sie mit unseren Kostbarkeiten alles anstellen. Warum der Umweg durch dieses Land? Ich bin eine Närrin. Ich war diejenige, die Jen Kai überredete, eine Fahrt durch dieses entlegene Land zu unternehmen. Aber ihr werdet doch sicherlich gewusst haben, dass man in diesen Landen nicht mit Geld, sondern der Waffe handelt. Natürlich. Doch meine Hoffnung darauf, ein wenig Ariafrost zu finden, hat mich verblendet. Ariafrost? Reinstes Aria, die Tränen des Wissens. Fließendes Sternenlicht, das heilige Wasser der Erde. Erstarrt zu vollendeten Kristallen. Ariafrost kommt nur an wenigen Stellen der Welt vor. Dort, wo ihr Gesicht noch ursprünglich ist. Es ist wunderschön. Man sagt, selbst die Drachen erfreuten sich an seinem Glanz. Nun, in diesem Land ist das Antlitz der Welt in der Tat sehr alt. Es mag sein, dass sich hier tatsächlich noch Ariafrost finden lässt. Ja, das hatte ich gehofft. Doch nun ist alles dahin. Ja, und wir haben hier Aria bei dem Drachen im Norden gefunden. So. Ist dies hier der Ariafrost, von dem ihr sprach? Bei den Göttern. Es ist wunderschön. Wo habt ihr es gefunden? Nun, wie dem auch sei, ihr besitzt es jetzt. Aber sagt ehrlich, was wollt ihr damit anfangen? Das klingt eher nach Verschenken. Naja, Verwendung haben wir nicht wirklich damit, aber ich möchte es jetzt nicht einfach für nichts hergeben. Ich meine, es hat ja keinen eigentlichen Wert und ihr wisst es nicht zu nutzen. Überlegt mal, es wird nur Platz in euren Taschen wegnehmen. Und ihr werdet zweifellos niemanden finden, der etwas dafür geben wird. Wie gesagt, es ist ja nur von ideellem Wert. Nun, es gibt sicherlich einige Magier in Graufurt, die... Ganz sicher nicht. Keiner wird... Ach, was soll's. Ihr wollt mich wohl unbedingt schröpfen, oder? Ihr müsst wissen, ich habe das nicht gerade hinter einem Busch gefunden. Es befand sich im Besitz einer Kreatur, die... Schon gut, schon gut. Wer feilscht schon mit einem Runenkrieger? Ich habe hier etwas, das euch sicher zufriedenstellen wird. Das sind einige meiner besten Ringe. Wenigstens die konnte ich vor den Ogern verbergen. Ring der Däbe, Sternenring. Der eine ist wahrscheinlich eher auf so ein Geschicklichkeitsgedönse. Der Sternenring. Schwierig. Nehmen wir den Ring der Liebe. Jetzt will ich wissen, was das für einer ist. Ring der Diebe. Ausdauer. An sich kein schlechter Handel. Haben wir irgendwas dafür bekommen. Deswegen. Ja, und an dieser Stelle machen wir dann auch schon Schluss für heute. Wir sind ja relativ weit gekommen. Wir haben ja den Drachen erschlagen, haben oben am Portal das alles geklärt und sind halt eben hier unten angekommen mittlerweile. Und da werden wir auf jeden Fall nächstes Mal weitermachen, uns um den Rest hier kümmern. Ja, und dann wahrscheinlich auch schon in Richtung Schattenhain aufmachen, beziehungsweise wahrscheinlich noch in Graufurt einen kleinen Abstecher machen, weil wir ja noch hier die Wundtinktur besorgen müssen. Ja, und an dieser Stelle, haut rein, Leute. Tschüssi!